Ja, servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder im Dschungel unterwegs, diesmal ein bisschen eine andere Gegend, da wo ich jetzt noch nicht war. Es ist zwar auch neben den Donauarm, aber in der Gegend, die ist jetzt komplett neu. Da will ich mal schauen, was ich da so entdecke. Ja, wie war hauptsächlich, wie immer, relaxen und wie wir es gut gelassen, aber mal schauen. Wir haben heute Sonntag. Und hucht's einmal. Richtig, kein Hakeln, kein Arbeiten, man hört keine Maschinen. Es ist wirklich ruhig. Man muss dazu sagen, die Leute sind unterwegs, das ist gigantisch, aber da wo ich jetzt bin, ist es ein bisschen besser. Gut, weiß nicht, ob es da vereinzelt wäre, verirrt, aber auf alle Fälle. Schauen wir mal, was wir entdecken. Beeindruckend, was da für Riesen liegen. Wahnsinn. Da riecht es förmlich nach Schwarzkittel. Da fühlen sie sich wohl. Wahnsinn. Müll. Specht in Action. Ah ja, da vorne dürfte es ein bisschen dichter bewachsen sein. Das wird der nächste sein, der fällt. Der ist da vom Specht schon ganz schön zerlegt. Und dann wird der Ost bald nachgeben. Schön ruhig ist da heute. Ja, wie es so ausschaut, habe ich da glaube ich gerade einen Wildschweinkessel entdeckt. Schaut mir ganz danach aus. Werden wir jetzt da ein bisschen noch reinhauen in den Dschungel, dann suche ich mir ein gemütliches Platz an. Das Platzl, da gefällt mir ganz gut. Das wäre mein Verleben. Ja, ich glaube, so lasse ich es aushalten. Perfekt. Ja, natürlich wieder mit meinem X-Boil 16, der hat jetzt schon einiges miterlebt. Der ist schon schön dunkel geworden. Ja, ist auch eigentlich bei mir komplett dauernd im Einsatz. Ich hab den wirklich ganz gern. Bin auch zufrieden damit. Wind kommt von da ein bisschen, dadurch die Löcher hinten. Aber der bringt wirklich ziemlich effektiv, da gibt es gar nichts zum Mulchern. Ich habe jetzt einmal was probiert mit einem größeren Gefäß drüber, einem größeren Topf. Ich habe dann, möchte ich heute auch mit dem Pfandl, weil ich das einbrauchen. Zwar so Titanhering, die lege ich mir dann oben drüber. Ah, statt den Löffel habe ich auch noch was anderes gefunden. Meine Grützangen, was ich einmal geschnitzt habe, in dem einen Video, kann ich euch da oben verlinken, wenn man sowas schnitzt. Die ist auch optimal. Da kann ich auch alles damit nehmen. Ist noch viel einfacher. Und die ist sowieso immer dabei. Brauche ich den Löffel nicht mit, weil auch noch für sich habe ich den eh nicht gern mit. Das ist, da habe ich immer mein Holzzeugs dabei. Jawohl, ist fertig. Ist sie fast perfekt ausgegangen. Ich glaube, da kann man das schön immer wegheben. Seht ihr, das ist wirklich fast perfekt ausgegangen. Wie spät haben wir sie überhaupt? Na, 30. Zeit zum Essen, oder? Dann auch. In dem Sinne, meine Krankensaison. Der erste Gruß, wie immer, geht an euch, gesund werden. Und alle anderen gesunden wird's mir nicht krank. Prost! Ja. Ja, ist wieder mehr Gedicht.
ganz dezent. Sicher ein Mandel. Ein Weiberl machen mehr Graue, wie immer. Ah, ja, die Lackerl, das war's. Die werden wir jetzt den Tisch dann da aufstellen wieder. Ja, passt da sicher her. Ja, das geht schon so. Wenn ein bisschen aufpasst, ist das perfekt. Da habe ich jetzt zwei so Depriziner mit. So einen kleinen Paprika. Händelmeier ist sowieso Pflicht. Und das machen wir jetzt da in meinem Pfandl. Da werden wir dann die gleich zusammenschneiden, dass da reinpassen. Schauen wir mal, ob es in der Mitte durch, ob das reicht. Sollte sie ausgehen. Ein bisschen andrücken. So. Perfekt. Passen da. Ja, brennt schon. So. Meine Heringe drauf. Und die Wurst drauf. Das funktioniert. Es funktioniert. Ich hätte jetzt sagen, lass das gut sein. Dann werden wir essen. Und aus. So, wenn wir den mal kurz löschen. Zwei Eierling. Ja, ich jetzt eine Mahlzeit. Mhm. Sehr gut. Absolut super. Und wir sagen wieder mal vom Feinsten. Ja, Freunde, das war's. Das werde ich da wieder verteilen für die Viecher. Die freuen sie sich ja. Wie gesagt, für Kleinigkeiten ist das okay. Was mir hier vorgestellt habe, ich werde ihn sowieso jetzt mitnehmen als Notkocher, auf alle Fälle. Dann, wenn ich auf kleine Touren unterwegs bin, wo ich ein kleines Gepäck habe, sowieso, da ist er perfekt dafür. Aber halt für die größeren Töpfe, die was nicht reinpassen auf die Topfhalter, ist wahrscheinlich nicht so optimal. Ja, an dieser Stelle möchte ich einen besonderen Gruß loswerden an den Markus vom Shop waldmann-outdoor.de. Der hat mir ein wunderschönes Paket zukommen lassen mit unter anderem war das schöne Fieldmaster-Messer dabei mit ein paar Pouches. Und alle Achtung, wirklich super Sachen dabei. Und für das wollte ich mich mal persönlich auch bedanken in einem Video. Und sage auf alle Fälle danke dafür, wirklich tolle Sachen. Messer habe ich schon voll im Einsatz. Hat schon mal ein zu Trapper verdrängt, muss ich sagen, es liegt gut. Ja, den Link vom Kanal wäre natürlich, vom Shop wäre natürlich unten gerne verlinken, falls ihr mal reinschauen wollt bei einem. Ja, bin begeistert. Das schneidet wirklich wie so. Also, ja. Lassen wir ein bisschen was da als kleines Dankeschön wieder mal. Mache ich natürlich immer gern. Perfekt, ist wieder da. Aber Prost zum zweiten Mal. Ja, ich habe jetzt auch schon angefangen zum Zusammenräumen. Kaffee ist alles austrunken, erledigt. Wir haben jetzt 4:45 Uhr. Ja, werde jetzt gemütlich zusammenpacken.
Sonne ist auch schon am Untergehen und gehe dann noch Richtung zurück, ne, weil noch gute Dreiviertelstunde gehe, bis ich beim Auto bin. Und ja, da schlampt man wohl keine mit, aber ist wurscht, das geht sich schon aus. Gut, ich packe jetzt einmal wieder zusammen in Ruhe und dann Freunde, das Stickerl muss ich da noch führen, dann bin ich eigentlich durch und wieder beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marl und pfiat euch die Buben.